Hallo zusammen, frisch herübergehüpft aus dem letzten Video, was ihr hoffentlich gesehen habt. Da habe ich euch nämlich meine Foundation-Routine gezeigt. Möchte ich euch heute begrüßen zu meinem Full-Face-Make-up. Ich mache heute ein schönes Augen-Make-up für euch, zeige euch, welche Produkte ich benutze, welchen Lippenstift ich trage. Das soll ein Sommer-Make-up werden, so für den Abend, wenn man vielleicht eingeladen ist, zu einer Grillparty oder sonst irgendwas. Das kann also ruhig ein bisschen kräftiger werden. Und falls ihr das erste Video verpasst habt mit meiner Foundation-Routine, schaltet da unbedingt ein. Da gibt es nämlich einen heißen Tipp, ein super Beauty-Geheimnis von mir, was ich schon länger mache und was wirklich das Make-up super, super haltbar macht, den ganzen Tag haltbar macht und vor allen Dingen glänzt man damit nicht so schnell nach. Gerade im Sommer ist das, finde ich, super wichtig, auch wenn man ohnehin vielleicht eine Mischhaut hat, so wie ich, und da sehr darauf achtet, dass man halt nicht so schnell nachglänzt und auch nicht ewig nachpudern muss oder beziehungsweise am besten gar nicht nachpudern muss. Mit diesem Trick müsst ihr wirklich gar nicht mehr nachpudern. Aber wir wenden uns jetzt erstmal meinen Augenbrauen zu, die sind nämlich noch gar nicht gemacht, und dafür verwende ich mein NYX Tame & Frame in der Farbe Chocolate. Das ist so eine Pomade, eine Augenbrauenpomade, die ich sehr gerne verwende im Augenblick, und die trage ich mir auf mit einem angestreckten Pinsel. Ich habe hier meinen MAC 266er. Ich finde, das ist mit der beste Pinsel, um sich die Augenbrauen mit so einer Pomade nachzuziehen, mit einer cremigen Substanz nachzuziehen. Ich mag das total gerne und das machen wir jetzt einfach zusammen. Ich nehme ein bisschen was von dem Produkt auf und fange jetzt erstmal hier unten an der Augenbraue an. Trage mir das so mit leichter Hand einfach so ein bisschen an dem Bogen entlang auf sozusagen und ziehe das. Also ich setze den Pinsel so auf und ziehe das so ein bisschen nach oben. Ich finde, das gibt das natürlichste Ergebnis einfach. Also erst ziehe ich unten den Bogen entlang, gebe mir quasi die Form nochmal vor. Und dann setze ich hier unten an und ziehe das mit dem Pinsel einfach so ein bisschen nach oben in Haarwuchsrichtung. Et voilà. Ich mache da nicht mehr so ein Gezick mit meinen Augenbrauen. Ich habe da ja schon 1500 verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, meine Augenbrauen zu verdichten und in Form zu bringen und so weiter. Hier mit diesem NYX Tame & Frame bin ich jetzt super zufrieden. Ich finde, es passt von der Farbe her. Das lässt sich weich und gut auftragen. Es hält den ganzen Tag. Meistens gebe ich noch oder manchmal gebe ich noch so ein Augenbrauengel drüber. Das ist von L'Oreal. Das ist auch so ein bisschen eingefärbt. Habe ich jetzt gerade nicht hier. Lasse ich auch ganz gerne mal weg. Also von daher, Augenbrauen sind ready. Kommen wir jetzt zum Augen-Make-up. Ich verwende meine Naked-Palette von Urban Decay. Die sieht so aus. Da sind wunderschöne Farben drin enthalten. Und ich beginne mit dem ersten Ton Virgin und gebe mir diesen direkt unter der Augenbraue auf, einfach um den Bereich hier oben so ein bisschen aufzuhellen. Virgin ist ein wunderschöner, leicht schimmriger Ton. Der ist einfach perfekt dafür geeignet, finde ich. Gleichzeitig tupfe ich mir auch ein bisschen was davon schon mal in den inneren Augenwinkel. Das hält das Auge insgesamt noch mal so ein bisschen auf. Und ist halt nicht so aufdringlich, ne? Das reicht eigentlich schon, wenn man diese Farbe Virgin hier so aufträgt. Ich mache das gleich nochmal ein bisschen stärker mit einem anderen Produkt, werdet ihr sehen. Jetzt schnappe ich mir einen Blendepinsel und gehe hier in die Farbe Naked hinein. Das ist ein matter, brauner, taubbrauner Ton, würde ich ihn mal nennen. Und damit gehe ich mir einfach hier in die Lidfalte und arbeite hier wirklich nur in der Lidfalte und ziehe das Ganze so ein bisschen nach oben. Ich verwische das auch so ein bisschen mit dem Virgin-Ton hier oben, mit diesem hellen Ton. Aber einfach nur, damit das ein bisschen weicher aussieht, der Übergang weicher aussieht. Ich finde, das ist die absolut perfekte Farbe für die Lidfalte. Ebenso wie Wedge von MAC, die mag ich auch total gerne. Um das Ganze nochmal so ein bisschen zu verstärken, gehe ich jetzt in die Farbe Buck. Der ist ein bisschen kräftiger, der Ton, aber ebenfalls matt und auch ein Braunton. Arbeite jetzt aber wirklich nur in der Lidfalte und verstärke einfach den dunklen Ton in der Lidfalte nochmal. Ziehe jetzt aber nicht so weit nach oben, wie ich vorher mit dem anderen Ton gegangen bin. Und hier am äußeren Ende immer darauf achten, dass man hier nicht runter geht mit dem Pinsel, sondern am Ende immer so ein bisschen nach oben zieht. Seht ihr das? Also damit man nachher halt nicht so ein Hängeauge hat. Ne? Wenn man sich jetzt nichts abklebt mit Tesafilm zum Beispiel oder nichts hier dran hält, dann ist das manchmal ein bisschen gefährlich und sieht dann nachher ein bisschen doof aus. Ist mir auch schon passiert. Jetzt schnappe ich mir einen ganz normalen Lidschattenpinsel und gehe in meine Lieblingsfarbe dieser Palette hier rein. Das ist die Farbe Smog. Und ich meine, dass man bei Douglas auch durchaus alle Farben einzeln kaufen kann. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es gibt auch einzelne Lidschatten von Urban Decay. Da braucht man nicht die ganze Palette. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Smog gefällt mir auch so gut, das ist ein richtig schöner, ich kann es gar nicht beschreiben, ich versuche euch den mal zu zeigen, so ein richtig schöner, schimmriger Bronzeton. Aber ich finde, der hat noch so ein bisschen was Khaki-farbenes drin, also irgendwie so einen leichten grünen Einschlag und ein bisschen Gold und Braun, ich weiß auch nicht. Also den tupfe ich mir jetzt komplett auf das bewegliche Lid. Ich finde diese Farbe unfassbar schön. Ich bin so richtig verliebt. Das war ich schon am Anfang, als ich die Palette bekam. Das war schon direkt am Anfang meine Lieblingsfarbe. Da habe ich die schon recht häufig benutzt. Aber ihr wisst ja, ich habe eine große Sammlung Lidschatten quasi. Und ja, da wechsle ich natürlich auch ganz gerne mal ab. Aber der sieht ja wohl einfach nur
Hammer aus, oder? So, jetzt gehe ich mit der Spitze von dem Pinsel nochmal so ein bisschen rein und gebe mir von dieser Farbe wirklich nur hier unten am Wimpernkranz etwas auf. Das heißt wirklich nur in der Mitte, damit es in der Mitte auch so ein bisschen goldig schimmert sozusagen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und wieder zurück zum Blendepinsel. Jetzt gehe ich in die dunkle Farbe Dark Horse. Das ist diese Farbe hier. Also ein wirklich dunkler Ton, der aber auch leicht schimmrig ist. Und da gehe ich wirklich nur mit der Spitze des Pinsels so ein bisschen rein, ziehe mir das so ein bisschen zur Seite und konzentriere mich auf das äußere V. Also man spricht von dem V, weil, ne, das hier ist ein V und dann kippt man das V und das ist quasi diese Spitze außen am Auge. Und das gebe ich mir jetzt wirklich nur hier auf, um das einfach nochmal so ein bisschen dunkler zu schattieren. Ziehe auch nochmal so ein bisschen rüber in die Lidfalte. Das verstärkt das ganze Augen-Make-up einfach. Könnt ihr es sehen? Ja, ich hoffe schon. Jetzt kommen wir wieder zurück zum Pencilbrush. Ich gehe jetzt nochmal mit diesem feinen Pinsel auch in die Farbe Dark Horse rein, also in den dunklen Ton, und gebe mir diese nochmal hier außen auf, am unteren Augenwinkel, aber ziehe nicht bis nach vorne durch, sondern wirklich nur hier außen, weil das Gold ja schon in der Mitte ist und wartet quasi, und ein bisschen auf dieser Seite. Das heißt, ich habe das quasi so dreigeteilt: dunkel, Gold, dunkel. Und das verwische ich jetzt einfach noch so ein bisschen miteinander. Ich finde, das sieht immer ganz schön aus. Ich habe diesen Look übrigens getragen in einem meiner letzten Videos und da hattet ihr danach gefragt, ich sollte den mal nachschminken. Allerdings hatte ich in diesem Video einen ziemlich starken Eyeliner, den ich heute nicht machen werde. Aber einen Eyeliner kann man sich ja jederzeit dazu machen. Zum Schluss noch mal ein bisschen korrigieren und noch mal neu verblenden. Verblenden kann man nämlich nie genug. Ich habe jetzt einfach den Pinsel noch mal genommen, mit dem ich die dunkle Farbe aufgenommen hatte. Nehme jetzt aber noch mal einen frischen Blendepinsel, und zwar so einen dicken hier von Kiko. Die Nummer 200 ist das, den liebe ich sehr, und damit gehe ich ganz gerne sowieso noch mal hinterher. Das macht das Ganze noch ein bisschen weicher und harmonischer. Jetzt kommt noch Mascara, meine Lieblingsmascara derzeit, die L'Oreal Fall Slash Schmetterling Sculpt Mascara. Die trage ich mir jetzt auf und gleichzeitig werde ich mit der anderen Seite meine obere Wasserlinie stempeln, sodass alles schön schwarz und dicht wird. Zum Abschluss verstärke ich jetzt noch das Leuchten im inneren Augenwinkel mit einem Stift von Zoeva. Das ist ein Graphic Eyes Liner in der Farbe, schreibe ich euch hier unten hin, Myth heißt die Farbe nochmal. Und gebe mir davon einfach nochmal so ein bisschen in den inneren Augenwinkel. Das leuchtet einfach noch viel mehr. Ich finde das total super. Und vor allen Dingen dieser Stift hält auch den ganzen Tag. Und wenn es ein bisschen zu stark geworden ist, kann man einfach hergehen und mit so einem Wattestäbchen nochmal so ein bisschen verwischen, nochmal so ein bisschen von der Leuchtkraft einfach wegnehmen, wenn man jetzt sagt, oh mein Gott, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Also das habe ich jetzt gerade auch gemacht und dann ist das Augen-Make-up fertig. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Blush und Highlighter und natürlich Lippenstift. Blush nehme ich diesen hier von Milani, das ist die Farbe Berry Amore, ein sehr schöner Ton mit ein bisschen Gold. Und ich setze mir den wirklich ganz gezielt nur so auf die Wangen auf und verteile das so ein bisschen nach hinten. Oh, der Pinsel hat ein Haar verloren, oh mein Gott. Das will ich aber nicht. Das ist so schön, ist auch einer von Zoeva. Das ist die Nummer 126. Der ist super schön. Mein Lieblingspinsel zum Auftragen von Blush. Und jetzt kommt mein derzeitiger, einer meiner derzeitiger, ich muss das so leider so sagen, ich habe noch einen anderen, den finde ich genauso gut. Highlighter von MAC. Das ist eine Cream Color Base in der Farbe Hush. Sieht so aus, leuchtet wunderschön. Den gebe ich mir genau hier oben auf den oberen Punkt meiner Wange auf und forme damit quasi mit dem Finger, mit diesen tupfenden Bewegungen ein U. Seht ihr das? Also einmal hier so in der Runde, damit es halt so von der Augenbraue quasi einmal im Kreis leuchtet. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ihr wisst, was ich meine. Ich möchte diesen gesunden Glow, das sieht einfach stark aus. Und durch diese cremige Konsistenz, die wir hier haben, hält es auch den ganzen Tag. Das sieht den ganzen Tag genauso aus wie jetzt. Richtig super. Also es schimmert so richtig schön. Das mache ich natürlich auf beiden Seiten. Konzentriere mich da jetzt auch ein bisschen bei, weil ich möchte da jetzt keinen Fehler machen. Es kann nämlich ganz leicht passieren, dass es irgendwie nach oben oder nach unten rutscht. Dann sieht es ganz schnell blöde aus. Aber so jetzt nicht. Jetzt nehme ich nochmal einen Finger, wo jetzt keine Konsistenz mehr dran ist, und verteile das bzw. vertupfe das nochmal so, damit das ein bisschen schöner verblendet ist. Ein kleiner Stups noch auf die Nasenspitze und ein wenig gebe ich mir auch noch auf den Nasenrücken. Das kann ruhig auch ein bisschen schimmern und dann vertupfe ich das wieder so ein bisschen. Hier macht sich das auch ganz gut auf dem Bogen der Lippe. Denn Lippenstift fehlt ja auch noch. Ich fange jetzt an mit einem Lip Liner von Alverde, das ist die Farbe Pretty Mauve, und gebe mir den einmal rund um die Lippen auf.
Einfach um die Lippenkontur so ein bisschen zu verstärken. Und dann schnappe ich mir einen Lippenstift. Dieser hier ist von Essence, heißt Coral Calling. Und ich finde, der steht mir total gut, weil ihr das aber auch immer alles sagt. Da habe ich mir das selbst auch eingeredet und habe gesagt, irgendwie steht der mir gut. Vor allen Dingen sieht der frühlingshaft und sehr frisch aus. Hält nicht ganz so lange. Typisch Essence eigentlich. Aber ich finde, die haben, Entschuldigung, die haben eine gute Farbauswahl. Und da kann man ruhig mal zugreifen. Ich glaube, 2 € kostet so ein Lippenstift. Und da kann man nicht viel falsch machen und wirklich mal gucken, ob die eine oder andere Farbe einem steht, die man vielleicht sonst nie ausprobiert hätte. So, fertig. Ich tupfe jetzt den Lippenstift nochmal so ein bisschen in die Lippe ein. Ich bilde mir ein, das würde länger halten dann. Und fertig ist der Look. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und der Look gefällt euch auch. Ich hole euch jetzt gleich nochmal ein bisschen näher ran und zeige euch alles nochmal so ein bisschen im Detail. Mich würde interessieren, was euch an diesem Make-up am besten gefällt und ob ihr das so nachschminken würdet. Ihr findet alle Produkte nochmal unten in der Infobox aufgelistet und ich würde mich super freuen, wenn ihr mir auch auf meinen anderen Social-Media-Kanälen folgen würdet, bei Instagram oder bei Snapchat oder bei Facebook, wo es euch beliebt und wo ihr angemeldet seid natürlich. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Why so many tears? You've been there for me.